meine lieben Bücherfreunde, heute im letzten Türchen meines Jahreshighlights Adventskalenders. Und ihr seht schon, es gibt heute kein Buch zum Zeigen oder zum Einblenden, denn ich möchte heute einfach nur Danke sagen und euch ein frohes Fest wünschen. Ja, ich habe tatsächlich mich entschieden, heute am 24. kein weiteres Highlight vorzustellen. Ich glaube, 23 Highlights waren für ein Jahr auch mehr als genug. Wobei, so umgerechnet auf die gelesenen Bücher könnte man jetzt darüber sprechen, wie ist der Schnitt der Highlights, aber es waren natürlich viel mehr Highlights in diesem Jahr als 23. Ich habe natürlich auch immer so ein bisschen abwägen müssen, welches Highlight ist dann wirklich was zum Zeigen. Es gab natürlich auch Buchreihen, die ich gelesen habe, wo mich zum Beispiel der erste geflasht hat, der letzte enttäuscht hat, wenn ich an Eragon denke, wo ich auch rum überlegt habe, packe ich die Reihe rein oder nicht. Und es gibt natürlich auch Bücher, wo man in diesem Jahr einen zweiten Band großartig fand, wie zum Beispiel ja, bei Warcross oder ähnlichem, und man sich dann denkt, ja, macht das irgendwie Sinn? Bei manchen habe ich mich dazu entschlossen, den ersten Band zu zeigen oder wenn es den Abschluss einer Reihe gab, wie zum Beispiel bei Size, aber ich habe mich dann doch bei vielen so ein bisschen, ja, so in mich überlegt, wie möchte ich das gestalten. Natürlich ist das nicht in Stein gemeißelt, die Reihenfolge war auch nicht irgendwie, dass jetzt der 23. das Oberhighlight war. Ich finde, unter Highlights nochmal zu sortieren, das ist unfassbar schwierig und deswegen stehen die eben einfach für sich. Natürlich wird es in der nächsten Woche noch einen Jahresrückblick geben, was buchtechnisch so ein bisschen Statistik angeht, meine Flops, meine Enttäuschungen, besondere Buchmomente in diesem Jahr. Es wird auch einen Serienrückblick geben. Ich möchte das ein bisschen splitten, weil gerade bei den Serien fand ich 19 auch ein großartiges Jahr, wo viel zu erzählen ist. Deswegen möchte ich nicht ein langes Highlight- oder Jahresrückblick-Video machen, sondern splitte das in zwei. Das seht ihr aber dann erst nächste Woche. So passen dann auch zum Jahreswechsel. Aber heute ist der 24. Dezember. Heute ist Weihnachten und ich möchte einfach mal Danke sagen für das ganze Jahr, für die vielen Kommentare, die ihr hier lasst, auch für die lieben Postgrüße, die mich von euch erreicht haben. Ich war total überrascht, wie viele mich mit einer kleinen Weihnachtskarte begeistert haben und ich bin da wirklich, ja, ich bin selbst ein Kartenschreiber und freue mich natürlich genauso, wenn ich dann Post erhalte, ohne dass das eine Bedingung irgendwie ist, aber ich freue mich natürlich, wenn sich jemand die Zeit genommen hat, mir eine Karte zu schreiben oder eine kleine Aufmerksamkeit zu schicken oder einen E-Mail-Gruß. Ich finde sowas richtig, richtig schön und möchte mich dafür bedanken. Auch für den tollen Austausch, den wir hier unter den Videos immer haben. Und anfangs dachte ich bei den 24 oder jetzt 23 Türchen noch, meine Güte, wirst du das gewuppt bekommen? Und ich habe ja schon im November damit angefangen und konnte man ja relativ gut. Und dachte mir, huch, ob du das hinbekommst mit Schneiden und die alle hochladen und die Infoboxen und ähnlichem. Und dann hat es mir aber unfassbaren Spaß gemacht. Und es war gefühlt überhaupt keine Arbeit, sondern, also das ist es gefühlt bei mir nie, aber es ist, der Druck war irgendwann weg, wo ich mir dachte, du hast noch so einen schönen Puffer. Und letzten Endes musste ich dann wirklich jetzt nur so die letzten 3, 4 Videos, die jetzt die letzten waren, ja, ein bisschen zeitnah im Dezember drehen, alle anderen war ich dann auch schon fertig und ich war selbst erstaunt, wie viel Spaß es mir gemacht hat, sich nochmal mit den Highlights zu beschäftigen, nochmal in die Bücherwochen reinzuschauen, was meine Gedanken waren, wie es mich begeistert hat, begeistert es mich noch, wie viele Bücher dann auch noch als echtes Buch, wenn sie zum Beispiel als Hörbuch gelesen oder gehört wurden oder als E-Book gelesen und dann noch bei mir eingezogen sind. Und ja, das war eine ganz besondere Vorweihnachtszeit, wie ich fand. Ich hoffe, dass ihr auch viel Spaß mit diesem Adventskalender habt. Ich werde die Idee nicht verwerfen, es im nächsten Jahr genauso wieder zu machen, denn ich glaube, gefühlt so auf 20 Highlights kann man ganz gut kommen. Das sind ja theoretisch wirklich nur so 2 Highlights pro Monat. Und also wenn man das so runterrechnet. Und ich hoffe natürlich schon, dass es in jedem Monat gefühlt mindestens 2 Highlights gibt. Also von daher hoffe ich, dass da mein Näschen mich im nächsten Jahr sozusagen, was Bücher angeht, nicht alleine lässt. Und ja, den Hintergrund habe ich ja nun auch schon einmal hier, der mir übrigens sehr, sehr gut gefällt. Nach wie vor bin ich sehr angetan von diesem Hintergrund und ich ja, finde, das hat mir wirklich auch so in der Weihnachtszeit gut gefallen. Es hat mich auch schon vor der Weihnachtszeit in Stimmung gebracht. Und ja, mir hat es Spaß gemacht, mich hat es in Weihnachtsstimmung gebracht, in Jahresabschlussstimmung, wie immer man das so ein bisschen nennen möchte. Und
Ja, 2019 war ja bisher zumindest doch ein ganz schönes Jahr, was jetzt zum Schluss wirklich unglaublich gerannt ist. Seit November, muss ich wirklich sagen, habe ich das Gefühl, vergeht die Zeit unfassbar schnell. Ich hoffe, dass das jetzt mit den freien Tagen, die ich zwischen Weihnachten und Neujahr dann habe, ja, dass ich jetzt einfach eine Woche Urlaub habe, da dann auch ein bisschen, ja, runterkomme. Und ich hoffe auch, dass ihr nicht nur heute ein schönes Weihnachtsfest habt, sondern auch besinnliche Feiertage mit der Familie, mit Freunden, mit einem guten Buch, mit einem tollen Film, mit toller Serie. Dazu kommt später noch ein Tipp. Kann ich schon mal spoilern, dass es heute auf jeden Fall noch ein Video gibt, weil ich muss es einfach hinaus posaunen. Und ja, ich hoffe, dass es euch da gut geht, dass ihr die Zeit so nutzt, wie ihr das wollt, dass ihr, auch wenn ihr gerade vielleicht arbeiten müsst, trotzdem die Momente genießen könnt, die eben doch so ein bisschen ruhiger sind. Weil ich finde, immer Ende des Jahres, zwischen Weihnachten und Silvester, ist alles so ein bisschen ruhig, alles kommt gefühlt ein bisschen runter und dann startet man, aus welchen Gründen auch immer, irgendwie aufgeladen und ja, motiviert ins neue Jahr. Obwohl es ja eigentlich nur ein Datum ist, ist das faszinierend zu beobachten. Ja. Gar nicht so viel jetzt mehr von mir. Ich danke euch, dass ihr die letzten Wochen mit dabei wart, dass ihr fleißig kommentiert habt und ja, freue mich, dass es euch ja scheinbar genauso gut gefallen hat wie mir und möchte euch jetzt wirklich nur noch ein frohes Fest wünschen. Schöne Feiertage, lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.